Also zerstören. Ja, ich will die Reaper zerstören. Okay, ist noch zu weit weg. Sicher, dass du da drauf schießen Ja. willst? Woher weißt du das? Hast du vorhin gesehen, falls du aufgepasst hast? Nee, ich hab nicht aufgepasst. Das merkt man. Was hat er Links, links wäre verbinden, also würden wir die kontrollieren. Das wäre verbinden und das ist zerstören. Okay. Falls du gesehen hast, dass Anderson den kaputt machen wollte. Ah, ja, stimmt, so war das. Oder so wurde es dir gezeigt. Ja. Stimmt, in der Mitte war Synthese, rechts war Kontrolle. Links war Kontrolle. Ja. Übrigens auch die einzige Möglichkeit, wie Shepard überleben kann. Dass man sich so entscheiden kann? Wieso? Was man will? Ja. Ja, Edi ist leider dann auch weg. Flotten. Der Tigel ist scharf. Kampf abbrechen und zum Rendezvouspunkt. Wiederhole. Kampf abbrechen und nichts wie weg hier. Jeff, wir müssen los. Verdammt.
Der Krieg ist vorbei. Die Reaper sind besiegt worden. Entgegen allen Erwartungen haben wir die größte Bedrohung der Galaxie aller Zeiten überlebt. Wir hatten gewaltige Verluste. Die Portale sind schwer beschädigt. Aber wir haben gesiegt. Dieser Sieg gehört uns allen. Allen Männern, Frauen und Kindern. Allen Zivilisationen. Auf jeder Welt. Während wir nun die ersten Schritte des Wiederaufbaus einleiten, müssen wir daran denken, was uns der Sieg gekostet hat. Es war kein Sieg einer einzelnen Flotte, einer einzelnen Armee oder gar einer einzigen Spezies. Dieser Krieg hat uns gelehrt, dass wir dann am stärksten sind, wenn wir zusammenarbeiten. Und wenn wir unsere Streitereien lange genug ruhen lassen können, um etwas so Mächtiges wie die Reaper aufzuhalten, was könnten wir dann jetzt alles erreichen? Es wird dauern, aber wir können alles wieder aufbauen, was zerstört wurde. Unsere Häuser, unsere Welten, unsere Flotten und Truppen, all das und noch mehr. Zusammen können wir eine bessere Zukunft aufbauen, als sich irgendjemand vorstellen kann. Eine Zukunft bezahlt mit dem Opfer all derer, die an unserer Seite kämpften und starben. Eine Zukunft, die viele niemals sehen werden. Und obwohl noch viele Herausforderungen vor uns liegen, können wir ihnen gemeinsam begegnen. Und wir ehren jene, die starben, um uns diese Zukunft zu geben. So, das war jetzt unsere erste Aufnahme, besser gesagt unser erstes Ende, was wir aufgenommen haben. Wir haben alle Truppen gesammelt, deswegen sollten eigentlich Shepard und Anderson überleben. Deswegen wundern wir uns gerade, warum die Schilder da standen. Aber am Ende hat man ja nochmal diese sich bewegende Brust gesehen und wahrscheinlich sollen wir das dann darstellen. Waren wir auch. Waren wir? Ja. Dass wir halt doch überlebt haben. Dass wir uns halt jetzt mal denken, dass wir tot sind, weil alles ja kaputt gegangen genau, ist. Genau, und dass wir uns später wiederfinden. Ja. Finde ich ein bisschen blöd gemacht.
Also, finde ich nicht schön gemacht. Das müsste jetzt auch schon der Extended Cut gewesen sein. Den haben wir uns extra heruntergeladen, weil ja am Anfang nur das bis zu dem Tigel-Ausbruch war, also bis zu diesem Strahl. Und dann war Cut, da kam nichts mehr. Das heißt, man wusste nicht, was mit den Leuten passiert war. Und da gab es ja ein riesiges Theater von den Fans, dass alle gesagt haben, nein, wir wollen wissen, was passiert. Und da habe ich ja auch für gestimmt, dass da ein richtiges Ende hinzugefügt wird. Deswegen bin ich mit dem Ende soweit jetzt zufrieden, dass gesagt wurde, was passiert ist. Aber halt nicht, wie das jetzt mit Anderson und Shepard gelaufen ist. Immerhin hat Shepard überlebt, das war ja das Ziel der Sache, deswegen haben wir uns ja so viel Mühe gegeben. Das ist ja irgendwie auch logisch, also ich finde, das hat man nur verdient, ja, wenn man drei Jahre lang sich den Arsch aufreißt, dass man dann nicht krepiert dafür, dass man allen Leuten hilft. Wir müssen nicht nochmal sterben. Nee, wir müssen nicht nochmal sterben, das haben wir ja schon mal hinter uns gebracht. Und ja, ich muss sagen, dass ich da in der Richtung ein bisschen enttäuscht bin davon. Oder? Ich finde es sonst eigentlich gut. Sonst findest du es gut, ja. Ja, ich finde, dass das nur hätte etwas besser noch laufen können am Ende. Man hätte den Wiederaufbau besser zeigen können und so, wenn sie es gleich ins Spiel integriert hätten und nicht so als Bonus-Runterlad-Ding. Die paar Bildchen, die kann ich mir auch so gestalten. Naja. Weil wir haben extra eine, weiß ich nicht, sehr lange runtergeladen. Und da dachten wir auch, da wären halt Videoszenen drin, aber das waren ja nur ein paar Bilder. Ja, ne? Die hätten ruhig noch ein bisschen mehr machen können. Ja, die hätten noch ein bisschen mehr zeigen können. Aber die haben ja gezeigt, dass halt alles wieder aufgebaut wird. So. Ja. Ja. Ich muss sagen, das war Mass Effect 3. Unsere nächste Planung sieht jetzt so aus, dass wir Mass Effect 1 und 2 ebenfalls nochmal spielen werden. So dass man später auf unserem Kanal Mass Effect 1, 2 und 3 hintereinander gucken werden kann. Oder? Mhm. Und wahrscheinlich werden wir auch Dragon Age, ein weiteres BioWare-Spiel, spielen, ne? Mhm. Was auch eine sehr tolle Story hat und auch eine sehr interessante Wendung und Handlung und so weiter. Wie sieht es aus? Was willst du als nächstes halt spielen? Das weiß ich jetzt noch nicht. Das werden wir uns entscheiden. Und ihr werdet das ja dann sehen, was auf unserem Kanal kommt. Genau. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Es war für euch genauso spannend wie für uns. Und damit verabschieden sich Motoko und Sato von euch. Wir sehen uns wieder in dem nächsten Spiel. Jo. Wieder mit weiblichen Charakter und wieder mit dem Vornamen Alina, so wie mein Vorname ist, denn jo, muss ja sein. Ich bin hier der Held. Nein, aber ich finde das einfach ein bisschen persönlicher. So. Ja, damit würde ich sagen, die Credits können jetzt weiter durchlaufen. Und ja, ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Auf jeden Fall schalten wir ansonsten erstmal ab. Jo. Ja, und hoffen, dass ihr euch auch die anderen Let's Plays angeschaut von uns, dass die euch ebenfalls fesseln, dass ihr auch mal in die Projekte, die ihr jetzt so noch nicht gehört habt, reinschaut und euch nicht da abschrecken lässt, weil das alles nette Spiele sind auf jeden Fall. Mhm. Ja. So, bevor wir dann gleich uns von euch verabschieden, was ich jetzt noch zusammenschneiden werde, so, wollten wir noch mit euch reden und euch noch erzählen, was wir jetzt so noch dazu denken. So, wir wollten euch noch was sagen, wir wollten euch nochmal die Gedanken sagen, die wir zu diesem ganzen Reaper-Konflikt hatten. Nämlich, ihr habt das ja auch mitbekommen, dass er gesagt hat, dieses Ding, was der Katalysator sein sollte, dass er von irgendwem erschaffen wurde. Und was hat er gemacht? Ja, und er hat ja die ganzen Menschen oder sein Schöpfer. Die ganzen Schöpfer haben die ja zum allerersten Reaper gemacht und ja. Damit ist er eine Maschine, die die anderen Maschinen, also die anderen Lebewesen kontrolliert. Das heißt, er hat als Maschine versucht, eine Lösung für einen Konflikt zu finden.
und hat damit die Menschen versklavt. Und schon seine eigenen Schöpfer versklavt. Also genau das, was uns auch passiert ist, dass die Reaper uns angegriffen haben, hat er mit seinen eigenen Schöpfern gemacht. Das heißt also, er hat als Computer über die Menschen regiert, ja, und hat versucht, ein Gleichgewicht zu schaffen. Das Gleichgewicht kann man aber nicht schaffen, wenn man selber eine Maschine ist. Das heißt, wenn man selber da drin steckt. Weil ich dachte jetzt auch, er wäre vielleicht ein Gott oder irgendwas, was komplett außerhalb des Kosmos wäre. So was wir uns unter Gott vorstellen. Aber nein, er war auch nur eine Maschine. Ja. Das heißt, er gehörte mit in diesen Kreislauf rein. So sieht's aus. Das heißt, er hatte auch kein Recht dazu, die Leute umzuwandeln in Reaper oder irgendwelche Entscheidungen darüber zu treffen. Weil jeder darf seine eigenen Sachen entscheiden. Und deswegen ist das auch der Grund, warum wir dafür gestimmt haben, dass die Reaper zerstört werden und er halt auch. Weil das halt kein selbstbestimmtes Leben mehr ist dann. Genau. Selbst für die synthetischen Maschinen. Und wie gesagt, wir können alles wieder aufbauen und die synthetischen Maschinen auch. Und mit denen zusammenleben. Man darf halt nur nicht das zulassen, dass die über einen herrschen. So wie das generell ja keiner möchte. Alle sollen ja zusammenleben in der Gemeinschaft. Das hat mein Freund auch schon gesagt, ne? Mhm. Man kann ja in Harmonie leben, so wie die Geth und die Quarianer leben wollten. Ist das wirklich alles geschehen? Ja, aber einige Einzelheiten sind verloren gegangen. Das alles geschah vor sehr langer Zeit. Wann kann ich zu den Sternen? Eines Tages, mein Kleiner. Was wird dort sein? Was du dir vorstellen kannst. Unsere Galaxie hat Milliarden von Sternen. Jeder davon kann zahlreiche Welten haben. Auf jeder Welt könnte eine andere Lebensform existieren. Und jede Lebensform hat eine eigene Geschichte. Erzähl mir noch eine Geschichte über Shepard. Es ist schon spät, aber in Ordnung, nur noch eine. Glückwunsch, dass sie die Reaper-Bedrohung beendet haben. Commander Shepard ist zur Legende geworden und sie können diese Legende noch weiter aufbauen. Es war eine lange Reise für Shepard und für das Team hier bei BioWare. Und genau wie Shepard hätten wir es allein nicht geschafft. Die Mass Effect-Trilogie begann als Vision eines kleinen Teams, aber über die Jahre ist sie gewachsen. Dieses Wachstum wurde genährt und in Form gebracht durch das Feedback und die Unterstützung unserer Spieler-Community. Danke, dass Sie diese Reise mit uns unternommen haben und wir freuen uns schon darauf, mit Ihnen neue Abenteuer im Universum von Mass Effect zu erleben. Das Mass Effect-Team. Ja, da wird irgendwann wieder was kommen. Nee, ich habe gelesen, dass Comics oder sowas kommen sollen, weil hier steht ja die Mass Effect-Trilogie. Ja. Ja. Das kann ja einfach quasi ein Abgänger sein, was genau gleich aufgebaut ist, im gleichen Universum, nur vielleicht ein paar Jahre später noch. Mit ja, neuem Charakter. Mit neuen Charakteren, die dann wieder was ja, erleben. Ich würde mich sehr darüber freuen, weil ich finde, Mass Effect ist wirklich eine tolle Sache. Und ich würde mich auch freuen, das Universum wieder aufzubauen oder sowas zu machen. Neue Sachen zu entdecken, neue Forschungs- oder was auch immer zu machen. Mhm. Und ja, wir sind jetzt wieder hier im Spiel gelandet. Jo, ich sag mal. Könnt ihr mal gucken, was da ist. Können wir dann wieder die Station machen und eine andere Entscheidung treffen, oder was? Ah, wahrscheinlich, oder? Ja. Okay, also sind wir genau davor gelandet jetzt quasi wieder. Quasi bevor wir den Unbekannten treffen. Genau, bevor wir den Unbekannten treffen. Ja, das war jetzt Mass Effect 3. Wir werden halt, ja, wie gesagt, die anderen auch nochmal spielen. Und ja. Jo. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und falls ihr Lust habt, Multiplayer werden wir auf jeden Fall noch weiterspielen. Genau, Multiplayer werden wir auch noch weiterspielen und könnt ihr euch da auch melden. Genau, also, da könnt ihr euch dann auch melden. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Over and out. Over and out.